Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute ist es mir eine besondere Freude, euch dieses Video zu präsentieren. Und zwar seht ihr schon, geht es um die Lastfahrt der 04208-2. Ihre letzte Nummer bei der Bundesbahn müsste das sein. Vielen auch natürlich bekannt als 41018 der Dampflokgesellschaft München. Und zwar ist diese Lok am 3. April 2022 vor einem Locomotion-Güterzug gefahren von einem Gewicht etwa 1400 Tonnen, und zwar eine sogenannte Lastfahrt. Für Leute, denen der Begriff Lastfahrt kein Begriff ist, das ist, man muss sich das so vorstellen, nach Reparatur oder Wiederinstandsetzung, um Teile zu testen an der Dampflokomotive oder den Betrieb zu testen, werden Probefahrten unternommen am Tag vorher. Am 2.4. haben sie eine LZ-Fahrt, glaube ich, mit der 41er gemacht, von Augsburg nach Robingen und zurück. Und die Lastfahrt und die nachträgliche Nachschau bzw. Kontrolle dient nochmal, die Lok auf Herz und Nieren zu prüfen und etwaige Fehler zu finden und natürlich auszumerzen. Etwas, bevor wir hier loslegen, etwas Allgemeines zur Baureihe 41. Die Baureihe 41 kommt, wie auch zum Beispiel die Baureihe 01 oder 03, aus dem Einheitslokprogramm der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Es wurden insgesamt 366 Maschinen gebaut. Angefangen mit 41001 und 002 im Jahre 1937. Hat zum Beispiel auch den Spitznamen Ochsenlok, was daher rührt, dass die Baumusterlokomotiven 41001 und 41002 Viergüterzüge und Eigüterzüge zwischen Berlin und Schneidemühl gezogen haben. Ja. Die Lok zeichnet sich aus, es ist eine sogenannte Eigüterzuglok mit einer Fahrmax von 90 km/h, soweit ich das weiß, 90 oder 80 km/h, eigentlich 90. Und wurde vor allem im beschleunigten Güterzugdienst eingesetzt. Nach 1945 kamen 122 Loks zur Reichsbahn und 216 Loks zur Bundesbahn. Wobei die Loks bei der Reichsbahn oft dazu auch eingesetzt wurden, um Schnellzüge zu ziehen, zum Beispiel in Hügelanstrecken. Ich weiß, einer der letzten Betriebsstätten der auch mit 41er war die Emslandstrecke Münster-Emden, wo sie zusammen mit der Baureihe 44 schwere Kohlen- und Erzzüge, ich glaube Kohlenzüge war es, gezogen haben. Genau. Jetzt kommen wir mal zur Geschichte noch kurz der 41018, also Baujahr 1939 von Henschel und Sohn in Kassel. Tag der Ablieferung war der 2. Juni 1939 und hat die Abfolge 1D1H2. Also eine Vorlaufachse, vier angetriebene Treibachsen, eine Nachlaufachse, ein Kesseldruck von 16 bar, 2000 PS Leistung. Genau. Befindet sich, wie gesagt, im Besitz der Dampflokgesellschaft München, wo ich ein, zwei Lokführer sogar privat kenne, weil die einfach auch bei Locomotion fahren oder gefahren sind. Genau. Und in diesem Video geht es, wie gesagt, um die Lastfahrt der 042018 vom 3. April. Und da fangen wir zumal an. Dies ist ein Bild vom Niklas. Niklas ist einer meiner Fotografenkollegen, die mir ihr Bild- und Videomaterial zur Verfügung gestellt haben. Der Niklas wird hoffentlich auch mal Lokführer, das ist nämlich sein Wunsch. Aber ich würde mal, wir starten einmal, und zwar geht's los mit Bildern von mir und Videos von mir. Wie gesagt, zwischen den Videos die Medienquelle. Hier sieht man übrigens ich sag 41018 gefällt mir besser. 41018, nachdem ich es eingegangen hatte vor den beiden Lokomotiven der Baureihe 85, wobei eine kalt war und die andere aufgebügelt als Hilfe, falls die 41er Hilfe brauchen würde. Ich weiß nicht, ob sie gebraucht habe. Ich habe sie nach München nicht wiedergesehen. Genau. Dann finde ich das hier ein sehr gutes Bild, aber wenn man jetzt gleich sieht, ich habe das gleiche nochmal in Schwarz-Weiß und ich muss sagen, das habe ich auch als Hintergrundbild für mein Handy. Das spiegelt die Dampflokzeit wieder. Formsignale, Dampflok, Schwarz-Weiß. Ich finde es Hammer.
Und jetzt seht ihr die Ausfahrt der 41018 und zwar vom Bahnhof Mohr aus in Richtung Mopp, also Münchners Personenbahnhof. Und ich bin leise, nicht wundern. Medienquelle ist diesmal zum Lok-Sound auf 100% und ich melde mich wieder nach dem Video. So, da sieht man eine ganz schön lange Leine, die der 41er da hinterherziehen musste. So, und jetzt sind meine Bilder vorbei. Jetzt kommen wir zu den Bildern, wie gesagt, und dem Video vom Niklas, der, wie gesagt, auch mal Lokführer werden möchte und das natürlich auch schafft. Da bin ich sehr überzeugt davon. Und zwar war der mit Freunden aus den Allgäu unterwegs und hat hier Fotos gemacht. Das finde ich eins mit der geilsten Bilder. Das ist übrigens auch das Bild vom Thumbnail. Niklas, wenn du das hörst, ich habe es von dir geklaut, aber mit deiner Genehmigung. Ich finde das einfach Hammer. Ich glaube, das ist das einzigste Bild. Ich glaube, dann kommt gleich das Video. Ja, genau, ich bin wieder ruhig. Thank you.
So, jetzt kommen wir dann zu Fotos und Videos vom Raphael. Raphael ist Ordnungshüter also Polizist in der Nähe von Memmingen oder in Memmingen. Und er hat da auch Zugang zum Bahnpark gehabt und hat mir diese wunderschönen Bilder gesehen hier vom Bahnpark Augsburg. Und zwar heute früh war das dann hier die LZ mit der 4118 auf dem Weg in Richtung München im Schnee. Ich finde das, als ob sie mit ihrer 41er Winterdampf bestellt hätten. Finde ich schon cool. Ja. Jetzt können wir erstmal, wie gesagt, die Bilder. Auch hier finde ich ein richtig cooles Bild. Ich lasse es jetzt mal so durchlaufen. Also ich finde es hammer, dass es sowas gegeben hat. Es war für mich auch eine Freude, an diesem Tag da zu sein. Ich war auch auf dem Führerstand der 0, also auf dem Führerstand der 41er, habe mich mit dem Lokpersonal unterhalten, habe gute Fahrt gewünscht, habe auch die Lok eingehangen von dem Zug und dann habe ich mich positioniert, um dann die Ausfahrt zu sehen. Und hier war sie wahrscheinlich wieder genau zurück im Bahnpark Augsburg. Schaue ich dann hier zur Nachkontrolle. Finde super Bilder. Genau. Jetzt kommt das Video vom Raphael, der hat sich ein bisschen abseits gestellt. Und ich bin wieder mal leise. So, und zum Schluss kommt nochmal ein Video und zwar vom YouTuber Keyless Trains. Und ihr werdet schon bemerkt haben, es ist alles dieselbe Stelle, aber ich bin ehrlich, ich habe mir die Videos gestern so oft angeschaut, ich kann die jedes Mal angucken. Also, auf zum letzten Video. So, damit wären wir durch mit dem Video.
Und bevor ich jetzt dieses Video beende, möchte ich besonders mich nochmal bei den Leuten bedanken, die mir die Videos zur Verfügung gestellt haben. Also einmal, wie gesagt, der Niklas, der Raphael und natürlich Killestrains. Killestrains wird auch unten im Link, wird auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wäre cool, wenn ihr mal bei dem Kollegen draufschaut, der hat auch schöne Videos. Und noch ganz besonderer Dank an die Besatzung, also an die Lokführer, also die Crew der 41018, dass ich mich unterhalten durfte, umschauen durfte für die schöne Fahrt. Und toll, dass ihr so solche Technikdenkmäler in dem Sinne noch am Leben hält. Es ist viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Ich bin zwar auch Lokführer, aber zwischen der Dampflok vom Güterzug und einer E-Lok ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte das Video mit dem folgenden Satz abschließen, die Begeisterung auch mich, auch meine Begeisterung zeigt. Eine Dampflok ist Faszination, eine E-Lok ist Neuzug. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Petro im P8 Adam 9 sagt ciao. Gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.